Willkommen auf dem Feld, auf dem wir elendig verlieren werden. Ich kann hier doch nicht 140 Männer abwehren mit 7 Mann. Und das war's auch schon. Uxkal ist verloren. An den Feind haben wir die Stadt verloren. Und ich bin in Gefangenschaft. Ach ja. Tja. So schnell kann es gehen, Leute. Schon sind wir die Stadt los. Wir nehmen das Angebot an. 35 Mann. Wenn wir uns jetzt nicht zu blöd anstellen, haben wir die Stadt bald wieder. Wir brauchen nur möglichst viele Leute, damit wir die einschüchtern können. Karawanwachen. Ach ja, das gehört ja jetzt alles denen. Ah, fürstlicher Lied und so, die habe ich alle noch. So, jetzt hoffe ich mal, dass die auch kommen. Wenigstens einer von denen soll kommen. Ja, sehr gut. So, jetzt holen wir uns erstmal die Stadt zurück. Ich verstehe das richtig, ihr wollt euch nicht ergeben, obwohl wir in der Überzahl sind. Na dann. Dann werden wir euch jetzt wohl leider ein bisschen angreifen müssen, ne? Seid mir da bitte nicht böse, aber wenn ihr euch nicht ergeben wollt, dann kommen wir halt hoch. Zack, den ersten habe ich mir schon geholt. Der zweite hinterher. Tja, ihr wolltet nicht. Also schreit jetzt nicht rum, ihr wolltet nicht. Da hast du noch einen Bolzen. Frisch eingenommen und gleich hole ich sie mir zurück. So muss das sein. Boah, der hält aber auch einiges aus da hinten, du. Jetzt haben wir ihn aber. Ich bin mal dafür, dass ihr das jetzt mal ein bisschen schneller regelt da oben. Ich will hier so wenig Verluste wie möglich haben. Zack. Also die Armbrustschützen, die können mir nichts entgegensetzen. Noch 25 Feinde. Und sie wollen irgendwie nicht durchbrechen da oben. Was ist da los? Das sind alles meine Leute hier. Warum denn? Wie die Stiere kämpfen hier. Ah, du bist schuld. Du bist schuld, das habe ich genau gesehen. Jetzt bist du tot, das hast du davon. Da-da-da-da-da-da. 23 Feinde. Wieso können wir denn die Stadt nicht nehmen? Was seid ihr denn für Amateure, Leute? Ich greife hier mit einer Armee, die sowas von überlegen ist, an. Und ihr schafft es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe euch nicht. Ja, toll, schubst mich noch nach unten, da stehe ich drauf. Renn ich halt wieder hoch. Ah!
Diese Schützen sind das Problem. Gegen die komme ich nicht ran. Wo seid ihr? Haha. Lebst du noch? Lebst noch, gib's zu. Ja, jetzt bin ich hier ganz allein und muss sehen, wie ich es hinkrieg. Mit meinen paar Bolzen, die ich noch hab. Vor allem, wenn ich nicht treffe, kann ich auch nicht gewinnen. Was ist denn hier los? Ja, spring du mal ruhig runter. Oder fall runter, besser gesagt. Ich habe die Leiter hier als Schutzschild. Kam das von hinten? Du Schwein. Ah, Mann. Ich verstehe gerade nicht mehr, warum ich so ein Unglück habe. Ich meine, wir waren weit in der Überzahl und die schaffen es nicht, da oben mal durchzubrechen. Das ist doch nicht mehr normal. Was habe ich denn hier für Leute in meiner Armee? Die kriegen ja gar nichts gebacken. Aber wenigstens wartet man draußen schon auf mich. So, ich spreche nochmal mit dem Befehlshaber. Sie wollen schon wieder nicht aufgeben. Aber diesmal sollten wir es schaffen. Wir sind klar in der Überzahl jetzt. Also hier über 120 Mann, da sollten wir doch gegen die 20 ankommen. Das vorhin war ja schon lächerlich, dass wir das nicht geschafft haben. Ach, die Bolzen haben sie mir abgenommen, schlau wie sie waren. Aber das sieht doch schon weitaus besser aus von der Armee her. Ich will doch nur meine Stadt zurück. Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Hat mich voll wegkatapultiert. Was zur Hölle war das? Na gut, dann müsst ihr es jetzt noch alleine regeln. Ich komme nicht mehr hoch. Das sah ja mal episch aus. Wieso bin ich jetzt so weggeflogen? Mann, Mann, Mann. Tja, ja. Ich würde sagen, ihr macht schneller. Dann muss ich schnellstmöglich wieder Frieden eingehen mit diesem Rodok-Reich-Pack. Der ganze Krieg hier, das war eine Fehlentscheidung von mir. Ich entschuldige mich dafür bei allen Zuschauern, dass ihr miterleben musstet, dass ich solch eine törichte Tat ausrufe. Das war echt keine gute Idee. So, das war's. Die Stadt gehört wieder uns, so wie es sein sollte. Willkommen zurück, mein Freund. So, wir kriegen hier sogar noch ein paar Leute für die Burg. Ich krieg mein Pferd zurück. Ich krieg meine Bolzen zurück. Ist doch alles wunderbar. Ich verlange Uxkal für mich selbst. Ach, da brauche ich wieder diese Sachen für. Was war das nochmal? Auf jeden Fall war das dieses hier und... Ah, verdammt. Ich weiß, was es war. Ah, sehr gut. Eins hatten wir noch. Alles klar. Jetzt als nächstes in die Schenke Söldner holen. Lösegeldvermittler. Nee, den will ich auch gar nicht eigentlich. Der war böse. Die Wachmänner, die kommen alle mal da rein.
So, jetzt gehe ich in die Burg. Ach, die sind alle noch gar nicht da. Das ist schon armselig, was aus meiner Stadt geworden ist während dieses Krieges. Jetzt muss ich aber eben mal kurz gucken. Was habe ich denn jetzt alles? Uxkal, Nomar, Ibiran, Talbald. Okay, die ganzen Dörfer gehören alle mir. Das ist vorteilhaft, da kriege ich schön Geld. Nur zwei Rekruten da, schönen Dank auch. Hier haben wir auch Rekruten, auf nach Suno. In die Chenke. In der Chenke gibt es jede Menge Gegner. Okay, jetzt ist anscheinend alles, was laufen musste, gelaufen. Lady Harris. Status, Botschaft einsenden, Rodok, Waffenstillstand, den Fürsten, macht das. Gut, Schenke, Söldner suchen. Ah, diesmal gibt's keine. Oder es gibt noch keine, besser gesagt. So, die Rekruten, die können wir zu Milizen machen und die Miliz, die packen wir so, wie sie ist, erstmal hier rein. Damit wir überhaupt mal irgendwelche Truppen da drin haben. Da holen wir uns auch neue Rekruten. So, Yalibi rekrutiert Freiwillige. Wir reiten jetzt hier erstmal die ganzen kleinen Dörferchen ab. Um uns da Rekruten ranzulachen. Tostada sollten wir einige bekommen. 8 Leute, das ist schön. Burglen. Da gehen wir als nächstes hin. Dann wieder zurück nach Nomar. So, ach Kommandant, endlich habe ich euch gefunden. Ich bin von meiner Mission im Königreich von Rodok zurückgekehrt. Im Allgemeinen würde ich sagen, König Garrett will unbedingt alte Ländereien wie Burg Etrosk momentan im Besitz von Lord Peter beanspruchen. Na dann. Er will noch Krieg. Gut, kann ich nicht ändern. So, dann gibt es wieder ein paar Milizen für die Stadt. Was anderes kann ich euch im Moment leider nicht anbieten. Wie viele folgen mir jetzt eigentlich? Die alle. Das ist natürlich wunderbar, damit haben wir knapp... Nee, gar nicht mal knapp. Wir haben 200 Mann. Da kommen noch welche zu uns, würde ich denken. Keine Ahnung. Und da würde ich sagen, probieren wir unser Glück in dieser Burg. Aber das Problem ist, dass wir da wieder Belagerungsturm bauen müssen, glaube ich, ne? Könnt ihr aufgeben? Nee, könnt ihr nicht. Dann brechen wir hier die Belagerung ab. Und reiten da oben hin. Und kriegen jede Menge Geld in den Hintern geschoben. Aber hier sind viel zu viele drin. Tja. Ich möchte eigentlich nicht mit euch kämpfen. 12 gegen 58. Was ist los? Einige Soldaten zurücklassen. Es geht nicht anders. Das gibt einen Moralabzug. Ja gut, okay. Dann reiten wir jetzt nach... Ja, was sollen wir noch machen, ne?
Ach ja, dieser Krieg. Ich habe alles verloren, was ich aufbringen konnte. Ich kann nicht mehr kämpfen. Und wenn ich irgendwen zum Marschall mache, dann kämpfen die wie Idioten, habe ich festgestellt. Also kann ich nur abwarten und hoffen. Hier kriegen wir noch ein paar Landsknechtreiter dazu, wenigstens etwas. 7 neue Männer. Gut, in erster Linie muss ich jetzt ja sowieso dafür sorgen, dass meine Stadt nicht genommen wird. Wie könnt ihr es wagen? Ernsthaft? Grrr. So, Schenke. Landsknecht Armbrustschützen. So, ihr kriegt jetzt natürlich die Armbrustschützen wieder. Und ihr kriegt auch die Reiter. Und da das alles Milizen sind, kriegt ihr auch noch die Milizen dazu. Ich muss jetzt schnell erstmal die Menge an Leuten in der Burg hochdrücken. So hoch wie möglich, deshalb packe ich da nur Milizen rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns wann anders wieder zu Mount & Blade. Das kann ja noch was werden. Macht's gut.